Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Lia hatte die Idee, lass mal Push-Ups gegeneinander machen. Und ich so, ja okay. Und ich nehme das auch nicht so auf die, nicht so super ernst. Und ich habe gerade zu ihr in der Küche gesagt, hey, du glaubst wirklich, du kannst gewinnen, ne? Und sie so, ja klar, sie kann gewinnen. Und warum sie gewinnen kann, zeige ich dir jetzt mal. Die meisten glauben wahrscheinlich, ich habe keine Chance zu gewinnen, weil ich ein Mädchen bin und dadurch schon mal Nachteile habe von meiner Muskulatur her. Aber ich glaube, ich kann es schaffen, weil ich keine Schulterprobleme habe, ich leichter bin, also weniger Körpergewicht an sich habe. Und ja, ich kann richtig gut über meine Grenzen gehen und trainieren, bis ich mich übergeben muss. Ja, ich halte das für völligen Blödsinn. Ich nehme die ganze Sache nicht so ernst. 30 Minuten lang Zeit, Push-Ups zu machen, und der Gewinner, ja, ist der, der am meisten in 30 Minuten gemacht hat. Und das ist eigentlich eine easy Sache. Es gab schon viel härtere Challenges, die ich mit Peter zusammen gemacht habe, was Push-Ups angeht. Und ich habe zwar aktuell meine Schulter kaputt, aber ich kann einfach Push-Ups in einem viel höheren Tempo machen als die hier. Und deswegen werde ich mir am Anfang auch erstmal ein schönes kleines Warm-up geben für die Schulter während den 30 Minuten und gebe dann erst Vollgas. Okay Leute, es geht los. Wir müssen für uns selber zählen. Nee, wir zählen uns später im Video nach. Ach so. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, wer gewinnt. Okay, die ersten 30 sind im Kasten. Ich mache mal so zwischendurch ein paar Pausen, habe ich mir gedacht. Ja, Daniel macht natürlich gleich viel schneller als ich. Aber es geht ja hier nicht um Schnelligkeit, weil er wird ja niemals 30 Minuten am Stück so schnell Push-Ups machen. Von daher bin ich da noch zuversichtlich. Wenn ich immer, ich achte jetzt beim nächsten Mal halt so auf das Intervall, dass ich fange bei 28:30 wieder an, dann nochmal 30 Baller. Ich werde so ein bisschen zitterlich schon. Schon nach den ersten 100 spüre ich. Ja. Ist der Punkt da? Ja, aber mehr am Trizeps. Ich mache ja keine Push-Ups. Ich kann ja keine Breiten machen. Machen wir eigentlich Variationen? Oder das machen wir, wie du willst. Kommst du da ordentlicher Push-Up? Wenn ich du wäre, also wenn meine Schulter nicht kaputt wäre, würde ich ständig wechseln, um die Muskelgruppen unterschiedlich zu belasten. Aber ich kann nur eng machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit so normal Breite gemacht. Ich finde aber breit, muss ich sagen, sehr schwer. Weil du keine Brustmuskulatur hast. Och, ich habe keine Brustmuskulatur. Trainierst du ja nicht. Dankeschön. Seit neuestem trainiere ich schon Brust. Aber dein Trizeps ist auf sich stärker als deine Brust. Ja, dann muss ich echt. Ich werde echt langsam schon wackelig auf den Arm. Das ist ja das Krasse. Deswegen habe ich gesagt, 30. Die Hälfte von meinem persönlichen Ziel ist geschafft. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Ich habe noch nicht die Hälfte der Zeit. Aber die zweite Hälfte wird jetzt natürlich härter. Kannst auch Push-Ups machen wie die ganzen Fitness-YouTuber. Wie machen die das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
das Witzige ist auch, ich wollte ja erstmal eine Stunde machen. Wer am meisten Push-Ups in einer Stunde schafft. Ist da jemand? Ein Geist. Das war laut. Oh no. Ich weiß nicht, ob ich 120, 130 oder 140 habe. Auf jeden Fall haben wir gleich noch 10 Minuten. Ich gehe mal besser von weniger aus. 230. 230, sorry Leute, nicht 130. Ich habe schon ein bisschen durch hier. Gleich zu BK fahren, Leute. Heute gibt's Salat. Aber nein, ich will Salat fressen. Oh Scheiße, Alter. 250? Immer dieses clean Essen, ey, schön. Wir haben aber noch diese asiatischen Nudeltaschen. Ja, Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt wird er größer. Du bist schon ein bisschen schwitzig. Und morgen habe ich wieder keine Zeit, irgendwo essen zu gehen. Morgen die ganze Zeit arbeiten. Burger. Ja, abends. Ich muss ja tagsüber auch essen, aber ich habe keine Zeit. Bei mir gibt es jeden Tag Reis mit Hähnchen und Gemüse auf der Arbeit vorgekocht. Ja, aber ich bin ja so für eine ausgewogene Ernährung. Einen Tag Mc's, dann Döner, dann Burger King. Dann Pizza, ganz viel. Dann Pizza. Und nicht jeden Tag das Gleiche. Ich glaube, ich muss gleich abbrechen, weil meine Schulter nicht mehr mitmacht. Ich denke, ich ziehe noch durch, bis da 5 Minuten steht. Und dann hoffe ich einfach, dass es schon reicht. Denkst du denn, du hast gewonnen? Ja. Schon, dass ich schon nicht mehr aufholen kann? Einfach zu weh. Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Kann sein, dass du viel mehr hast. Ich habe halt 0 mitgezählt. Ich glaube, ich habe 270. Also nach 30 bis zu meinem Ziel 300. Aber es wird langsam echt hart. Echt hart. Ich bin voll im Zittern. Okay Leute, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist, dann schätze mal ungefähr, wer von uns beiden gewonnen hat. Wir werden das Ganze auszählen und im nächsten Video gibt es dann dazu die Auflösung. Also lass gerne ein Abo da und wir sehen uns dann in der Auflösung der Challenge. Tschüss, ich bin voll fertig. Ich habe auf jeden Fall über 300 gemacht.